Sie wird vielen von Ihnen in den vergangenen Monaten wahrscheinlich mal untergekommen sein, weil Ihr Thema, das vielleicht über Jahre ein bisschen ein Randthema der Ökonomie war, zumindest im letzten Jahr ganz merklich ins Rampenlicht, wenn man das so sagen kann, rückte. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb der Fall, dass Sigrid Stagel, die an der WU das Institut für Umweltökonomie leitet, die Freude hat, die Laudatio auf unsere Hauptpreisträgerin zu halten. Bitte schön. Schönen guten Abend. Hallo Kate. Es ist mir eine große Freude, Kate Raworth heute vorstellen zu können. Sie hat ihr Studium an der University of Oxford abgeschlossen, wo sie derzeit am Environmental Change Institute auch unterrichtet. Sie ist eine Vordenkerin. Sie ist einen Schritt voraus. Sie gehört zur Avantgarde unter den Ökonomen, Ökonominnen. Und sie hat sich schon seit langem mit der Frage beschäftigt, als sie im Oxford, bei Oxfam gearbeitet hat, wie man denn die Idee der biophysischen Grenzen, die von Naturwissenschaften so überzeugend kommuniziert wird und sehr grundlegend erarbeitet wurde, wie man die mit sozialen Fragen in Verbindung bringen kann, auch analytisch. Bis dahin haben wir eher davon gesprochen, dass wir halt ein ökonomisches System haben und da müssen wir biophysische Grenzen drum ziehen. Ja, aber die soziale Frage auch in den Blick zu nehmen, und das ist ihr gelungen mit ihrem Donut. Gestern haben mehr als 11.000 Wissenschaftlerinnen aus 153 Ländern fast einen Hilferuf publiziert. Sie haben sich zu Wort gemeldet mit der Aussage, wir finden es als unsere Verantwortung, uns zu melden, wenn etwas gravierend schief läuft. Und es läuft etwas gravierend schief. Wir sind, wenn nicht am Beginn, eigentlich schon mittendrin in einer Klimakrise. Global gesehen ist die Temperatur schon um 1,1 Grad gestiegen. In den letzten 11.000 Jahren im Holozän, diesem Erdzeitalter, wo wir so schön gemütlich gelebt haben und uns ganz wunderbar entwickeln konnten, wo die meiste menschliche Entwicklung passiert ist, hat die Temperatur nie mehr als 1 Grad geschwankt. Das heißt, wir sind außerhalb dieses Holozäns, außerhalb dieses Bereichs, wo die meiste menschliche Entwicklung passiert ist. Österreich ist nochmal besonders betroffen. Wir könnten ja sagen, naja, Meeresspiegelanstieg interessiert uns als Binnenland jetzt nicht so besonders, aber die Meteorologen in Österreich sagen uns, dass die Durchschnittstemperatur in Österreich schon um 1,8 Grad gestiegen ist. Das heißt, wir sind aufgrund unserer Topografie noch mehr davon betroffen. Also Klimakrise ist natürlich ein Thema der Gegenwart und der Zukunft. Es ist nicht mehr nur ein Zukunftsthema. Letzten Monat haben sich auch Ökonomen zu Wort gemeldet, und zwar Nicholas Stern und Andrew Oswald. Nicholas Stern ist von der London School of Economics und Andrew Oswald ist von der University of Warwick. Beide sind eher Mainstream-Ökonomen, haben sehr gut publiziert, haben wirklich ein High Standing und sie haben sich mit einer relativ ungewöhnlichen Artikel zu Wort gemeldet und haben gesagt, wenn die Ökonomen nicht damit in die Geschichte eingehen wollen, dass wir teilweise schuld daran sind, was da passiert und dass wir uns schämen müssen vor unseren Kindern und Enkeln, dann sollten wir endlich mehr tun, vor allem Academic Economists, also Ökonomen, die an den Universitäten arbeiten. Und sie haben die entsprechenden bibliometrischen Daten dazu geliefert. Die Journals, die als die besten gesehen werden im Feld, so General Economics Journals, die besten 10, 15, haben in ihrer Existenz sozusagen 77.000 Artikel publiziert. Von diesen 77.000 Artikeln, in denen ging es bei 54 um Klimawandel. Es gab mehr Artikel, die sich mit Baseball und Basketball beschäftigt haben. Also da gibt es sehr viel zu tun
dass wirklich die Denke von Klimakrise, die von den Naturwissenschaftlern sehr eingehend, über Jahrzehnte lang akribisch erarbeitet wurde und die Evidenz, die vorliegt, mit dem Denken in der Ökonomie endlich in Verbindung zu bringen. Kate Rivers hat das schon länger gemacht. Wir haben zuerst gerade darüber gesprochen, ich hatte sie vor ein paar Jahren nach Wien eingeladen, an die Wirtschaftsuniversität, und sie hat mir gesagt, dass das eigentlich so das erste Mal war, als sie die Ideen, die sie jetzt dann viel weiterentwickelt hat, präsentiert hat. Habe ich gar nicht gewusst. Sie kam sehr selbstsicher rüber damals auch und kam bei den Studierenden sehr gut an. Es ist eine neue Art zu denken, es ist ein Denkrahmen, der jenseits der Trade-offs geht. Das ist ein Denkrahmen, der sagt, bis hierher und nicht weiter. Denn überraschenderweise sind, wenn man mal Grenzen setzt, das ist auch befähigend, das schafft auch etwas Möglichkeitenräume. Jetzt gibt sie sich aber nicht mehr zufrieden mit dem Vorausdenken, sondern sie möchte think and do. Also immer der nächste Schritt. Sie denkt voraus, sie teilt ihre Ideen, sie hat sie jetzt viele Jahre lang weltweit geteilt und jetzt baut sie eine Gemeinschaft auf. Ich gratuliere ganz herzlich.